Warten wir erstmal. Genmodifikationen sind fertig. Und da ist ein kleines UFO, haben wir gefunden. Da haben wir leider noch keine Demons. Das heißt, da muss erstmal so ein Raven kommen und das Ganze regeln. Aber auch das sollte eigentlich kein Problem sein. Er hat eine Laserkanone. Und es ist nur ein kleines UFO. Ich mach mal hier, ich hover mal wieder so da drüber, damit wir bei Bedarf... Der kriegt aber gerade böse auf die Fresse. Oh. Na gut, wenn es mehr nicht ist, dann können wir da ja den Skyranger hinschicken. Das war wirklich nur ein kleines UFO. Das heißt, wir könnten theoretisch mal jemanden neuen mitnehmen. Ich weiß halt nicht wo, an welcher Stelle gerade, weil... Die sind ja alle relativ wichtig. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht auf Rahman mal eine Runde verzichten zu können. Warte mal gerade, ihr fliegt mal gerade beide raus und dann sollte vielleicht sowieso hier die gute Frau Turner, sollte mein Team anführen. Und dann überlege ich jetzt, genau, dann nehme ich jetzt einfach statt Rahman, nehme ich jemand anderen mit. Irgend so einen neuen. Irgendeinen neuen Dude. Und wer könnte das sein? Was fehlt uns denn noch so? Sturm haben wir, hey, wir bräuchten noch einen neuen Unterstützer. Da gibt es einmal die Anna, einmal die Anne und einmal Svetlana Volkova. So. Okay, was haben wir denn da für Länder? Wir haben ja ganz viele Briten hier im Team. Das ist ja krass. Okay. Ich nehme... Tja, wen nehmen wir denn da? Ich glaube, Anne Simon kann ich am besten aussprechen. Nehmen wir Anne Simon mit. So, du bekommst wahrscheinlich jetzt einfach mal Rahmans Kram, beziehungsweise nicht ganz. Du bekommst jetzt erstmal das Plasmagewehr von Rahman, weil der ist gerade nicht da. Und dann bekommst du einen Skelettanzug. Haben wir einen Skelettanzug mehr, als wir brauchen? Oder wie sieht das aus? Dann bekommst du einen Chitinpanzer und dann bekommst du einen Scope. So, und dann bekommst du noch eine schickere Rüstung, weil die sieht fürchterlich aus. Ach ja, natürlich haben wir einen mehr, weil Twitch braucht ja jetzt keine Rüstung mehr. Stimmt, da war was. So, ach nee, individualisieren. Du hast nämlich irgendwie wieder deinen coolen Style verloren. Jedes Mal, wenn du aus der Infirmary kommst, ist dein Style weg. Finde ich nicht in Ordnung. So. Das ist unser Team. Wir bilden einen weiteren Unterstützer aus. Zumindest ist das der Plan. Das ist nur ein kleines UFO. Das heißt, ich erwarte da jetzt keinen Sektorpod. Ganz ehrlich, der passt da nämlich gar nicht rein. Also, schätze ich mal. Bereit machen zum Einsatz, Strike One. Gut. Meine Stimme lässt langsam schon nach. Ihre nächste Mission führt Sie nach Japan. Mhm. Unser Zielobjekt ist in einem entlegenen Gebiet abgestürzt. Aber wir müssen die Stelle sichern, bevor die Aliens Überlebende bergen können. Tun die sowas überhaupt? Sind die da irgendwie so moralisch ausgelegt, wir müssen unsere Leute retten? Oder ist das mehr so, ja, schade, sie sind abgestürzt. Tja, so ist das halt. Pech. Keine Feindberührung beim Vorrücken auf die Absturzstelle. Oh, eine große Karte zumindest. Strike One ist bereit, das Raumschiff zu sichern. Verstanden, Big Sky. Na gut, dann bis zum Sturm. Stürmen wir mal. Zack. Oh, da gibt es Meld und da sind Aliens. Was sind das für Aliens? Es sind... Oh, shit. Muton Elites? So viel zu... Crap, ich hätte Rahman mitnehmen sollen. Oh, crap. Das ist nicht so gut. Das ist gar nicht so gut. Ich möchte das Meld gleich trotzdem haben. Hier scheint nämlich sonst niemand zu sein. Okay, können wir hier schon so weit vorrücken, dass wir auf die schießen können oder dass die uns sehen? Sollten wir das überhaupt? Also wenn nicht, das nämlich nicht muss, dann wären wir das eigentlich ganz ein ganz bisschen lieber. Dann gehen wir nämlich erstmal nur hier so unten rum in Richtung des Melds und rücken dann von da aus weiter vor. Das ist jetzt, glaube ich, ein besserer Plan erstmal. Was für ein Ding? Ich weiß nicht, was du da erzählt hast, aber es klang faszinierend. Gut, dann haben wir da auch nochmal jemand getarnt und können gucken. Okay. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ich weiß nicht, warum ich dich so weit zurückgeschickt habe. Naja, du bist ja hier. Oh, sie laufen weg. Alter, Muton Elites!
Und was war das gerade noch? Kalorien. Das ist jetzt nicht wirklich ein Sektopod, oder? Was auch immer es war, es klang groß. So, du bleibst getarnt, wenn du hinläufst, weil dich aktuell keiner sieht. Das ist gut. Dann können wir uns nämlich hier den Kram klauen. Hallo? Nimm das mit. Geht doch. Und du, ach nee, du kannst gerade gar nicht auf den schießen. Das ist aber nicht so schlimm. Dann kannst du trotzdem mal nach hier laufen. Weil dann sieht dich nämlich gerade auch niemand. Dann können wir nochmal weiter sehen. Das ist ja immer gut. Okay. Ich weiß nicht, ob... Na, gucken wir mal, ob du da gesehen wirst. Nope, noch nicht. Du wirst jetzt immer so ein kleines bisschen weiter vorne stehen. Und quasi ausloten, ob die Gegner uns sehen können. So. Nein, nicht du. Du. Bleibst immer noch ein bisschen zurück. Die haben halt auch wieder Granaten. Da muss ich aufpassen. Und ich glaube, die benutzen die auch nicht unbedingt ungerne, die Granaten. Von daher vorsichtig sein. Wir haben zweimal eine Rauchgranate dieses Mal. Dieser Mission. Ich würde gerne eigentlich nach da vorne gucken und ich würde gerne sehen, was das war. Da hinten. Deswegen gucken wir da jetzt mal. Wenn ich mich damit unter Umständen in eine schlechte Position bringe. Okay, es ist ein Mactoid. Das geht noch. Das ist nicht so schlimm. Geil wäre es, wenn ich einen Elite-Muton in irgendeiner Art und Weise gefangen nehmen könnte. Das wäre super praktisch. Okay, sie kommen angelaufen. Sehen Twitch noch nicht. Scheinbar. Die laufen auch nur doof in der Gegend rum aktuell. Es ist vor allem kein... Und da drin, naja, da ist noch ein Sektoid-Commander. Okay. Dann wird es jetzt wahrscheinlich langsam interessant. Du siehst den Sektoid-Commander. Ja, das ist schlecht. Das ist extrem schlecht. Den wollte ich eigentlich gar nicht sehen. Wie machen wir das alles? Du siehst halt... Die sehen dich dann auch. Wenn ich jetzt Feuer eröffne auf die Elites, dann habe ich ein Problem. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht eher versuche, meine Leute irgendwie in Position zu bringen. Sodass die dann quasi gleich in mich reinlaufen. Wenn die sich nochmal bewegen. Auf das andere Meld, da verzichte ich, glaube ich, auch dafür. Oder ich laufe jetzt wirklich nach da vorne und versuch's. Aber das kann sehr schnell in die Hose gehen. Da wirst du vor allem, da wirst du schon gesehen. Du wirst auch nur nicht gesehen. Ich mach das jetzt so. Du gehst in Deckung. Ihr stellt euch jetzt hier ordentlich auf. Du gehst auch in Deckung. Und wir hoffen, dass die jetzt in uns reinlaufen. Ich weiß nicht, ob ich dich vielleicht noch irgendwo sinnvoller hinstellen könnte. Da bist du ein bisschen weiter vorne. Okay. Weil von da hinten trifft die sowieso, oder kann die sowieso auf nichts schießen. So, jetzt bin ich gespannt. Ja, jetzt kommen sie. Und kriegen Schüsse ins Gesicht. Ja, sie trifft nichts. Okay. Trifft. Nice, ein Treffer. Ein Sniper-Treffer, das ist schon mal gut. Gefangen nehmen ist jetzt gerade keine Priorität. Warum sieht Twitch die nicht? Jetzt aber. Jetzt aber. Boom. Nice. Und jetzt kommen die angelaufen. Shit. Das Meld ist da hinten. Das Meld ist mir gerade erstmal egal. Die beiden Typen stehen da. Der hat sich nicht bewegt. Das ist ungünstig. Ich würde nämlich eigentlich ganz gerne da jetzt irgendwie eine Rakete hinschießen. So ungefähr. Damit mache ich halt eine Menge Schaden an denen, aber du unterläufst dann der Gefahr von dem Typen da hinten gesehen und gekillt zu werden, beziehungsweise übernommen zu werden, noch schlimmer. Der hat mich noch nicht gesehen. Du kannst auch nach vorne laufen und die flambieren. Einer wird davon hart flambiert, der andere gerät vielleicht in Panik und macht dumme Sachen. Muss aber nicht. Ich kann den auch erstmal einfach versuchen zu töten. Hallo? Warum? Wo ist deine Deckung?
Hallo? Verstehe gerade nicht, was da abgeht, aber passt schon. So. Können einen von denen ausschalten. Also mit einem verkrüppelnden Schuss ausschalten. Den kann ich töten. Den eher nicht. Den kriege ich sowieso nicht. Wobei, wenn ich den ausschalte, ja, dann kann ich ihn halt vielleicht gefangen nehmen. Aber das kann ich gerade nicht. Nee, da ist zu viel los. Das kann ich gerade nicht riskieren. Wir schalten erstmal den da aus. Scheiße. Das war sehr schlecht. Das war sehr, sehr ungünstig. 60 und 60 auf freiem Feld und nur 60. Das ist ja schlimm. Ich glaube, ich riskiere das jetzt. Dann sieht mich zwar der Mektoid, aber da kann ich auch nichts für. Da kann ich nichts für. Das muss ich jetzt machen. Sonst bringt mir das nichts. Er macht einen Feldposten, ja. Die machen ja immer einen Feldposten, die Typen. Okay, es reicht leider nicht weit genug, aber ich kann sie trotzdem flambieren. Das macht 9 Schaden. Und die geraten vielleicht in Panik. Und es steckt die Umgebung in Brand. Weil, warum nicht? Machen wir. Brat. Okay, er ist in Panik geraten. Und, oh. Oh, er stellt sich in Flankenposition. Oh. Das ist, boah, schlechte Chance zu treffen. Ja, was will man machen? Bring ihn um. Crap! Oh, dann gekrittet. Dankeschön. Danke, danke, danke schön. Du bist jetzt natürlich da noch ein bisschen schlechter. Geschützt. Was will man machen? So. Tja, jetzt habe ich immer noch das Problem mit dir da und dem gammeligen Typen da hinten drin. In dem Raumschiff, gegen den ich so wenig machen kann. Kannst du natürlich weglaufen. Ein Stück. Dann kommt der nur wahrscheinlich irgendwie gleich hinterher und tut trotzdem noch böse Sachen. Also weil er mich halt gesehen hat. Das ist... Der weiß dann halt, wo ich bin. Oder ich schieße jetzt einfach auf den und riskiere es. Oder halt auf die da hinten und riskiere es. Das ist ja mehr so die Sache. Der eine ist ja nicht so schlimm. Dann töte ich halt auch den einen Sektoiden noch mit. Das wäre ganz cool. Oder ich gehe wirklich hier vorne irgendwo. Weiß nicht, ob ich von da schießen kann. Wahrscheinlich nicht. Hm. Crap. Crap. Crap, crap. Haben wir hier irgendwo nochmal volle Deckung? Da. Aber ich meinte eigentlich eher volle Deckung irgendwo, wo sie dann in der nächsten Runde vielleicht auch schießen kann. Hm. Nee, so funktioniert das nicht. Ich hätte eigentlich ganz gerne, dass du irgendwie versuchst, einen Kill zu kriegen, aber ich weiß nicht so richtig, wie ich das machen soll. Ja, machen wir mal einen Feldposten. Vielleicht bewegt er sich ja. Du kannst auch mal einen Feldposten machen. Und ich glaube, du bleibst in Deckung, weil ich kann nicht riskieren, dass der übernommen wird. Das wäre zu hart. Oder schießt einfach. Autsch! Wow, das ist eine Menge Schaden. Boom, sie schießen sich einfach gegenseitig ins Gesicht. So geht's natürlich auch. Also der kann auch mal schießen. The shit, der kann einfach noch mal schießen. Oh crap. Das ist schlecht. Du brauchst eine Heilung. Dringend brauchst du eine Heilung. Das ist sehr, sehr ungünstig gerade. Ich hoffe, da sieht mich der andere Typ nicht. Der. Da drin, der Sektoid-Commander. Nein, scheinbar nicht. Du flankierst den. Wenn du den tötest, bist du in the zone, oder? Ich glaube schon. Peng. In the zone. Gib ihm. Oh. Das ist böse.
Das ist crazy, die kann immer noch schießen. Das ist so krank. Ja, gut. Ich würde sagen, läuft. So, jetzt hätte ich gerne, dass du dich irgendwo so hinstellst. Von da kannst du den dann gleich heilen. Wenn er sich da ein Stockwerk höher stellt, kannst du den einfach hier heilen. Stellen wir den da hin. Ich hoffe, der sieht mich jetzt da hinten nicht. Nein, tut er nicht. So, dann kriegst du jetzt gleich eine Heilung. Du bleibst erstmal da noch ein bisschen getarnt. Du heilst unseren guten Twitch für 10. Der braucht nämlich dringend Heilung. Den kannst du gleich einfach nochmal heilen, bevor er losläuft. Und du kannst dich eigentlich wieder tarnen und da hinten gucken, was da so abgeht. Guck mal, dann kannst du da auch noch sehen. Vielleicht keine schlechte Idee. Oh, da hinten ist noch Meld. Und das hat sogar noch eine Ecke Zeit. Wer? Was? Hä? Was redet die? So. Mehr Meld. Machen wir jetzt mal gerade hier die Tür auf, gucken, ob da noch wer drin ist. Es sind wahrscheinlich nämlich wieder zwei eigentlich. Es sind meistens zwei. 65. Pass mal auf. So. Heil ihn nochmal. Dann kannst du eigentlich, auf ihn schießen. Dann kriegt er nämlich ein Holo-Ziel. Du stehst da in guter Deckung. Du triffst ihn vielleicht sogar. Wenn du ihn triffst, ist das prima. Du triffst ihn. Sehr geil. Dann kann die da vorne nämlich auch noch zweimal auf den schießen. Bei Bedarf zweimal. So. Ja, oder auf, ne? Warum flankierst du davon eigentlich niemanden? Das ist aber schade. Können wir davon vielleicht mal gerade irgendwen flankieren? So da zum Beispiel oder hier. Hier bist du in voller Deckung und flankierst den. Dann wirst du den ja wohl killen, oder? Klar, kriegst du hin. Kriegst du hin. Ich hoffe nur, ich sehe da nicht noch irgendjemanden. Das wäre ein bisschen unpraktisch. Aber ich glaube fast nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier noch viel ist. Das ist halt nur ein kleines UFO. Oh, du flankierst jetzt sogar beide. Naja, nee, den da. Bam, und nochmal. Oh shit, der ist noch nicht tot. Das ist schlecht. Den müssen wir jetzt mal irgendwie umbringen. Wenn die gute Simon das hinkriegt, ne? Dann wäre das cool. Dann kriegt die vielleicht eine Beförderung. 30%. Na prima. Gib ihm! Nice! Die hat ihn umgebracht. Alter, wie geil. Okay. Kriegt wahrscheinlich trotzdem keine Beförderung dafür. Weil hier gibt man ja nicht einfach so Beförderungen raus. Hm, da ist er fast tot, aber auch nur fast. So vielleicht? Oh ja. Oh ja. Oh, diese Sniper, ne? Wenn sie erstmal hohe Stufe haben. Einsatzziele erreicht. Ganz schön pervers. Okay, wir haben die ersten Elite-Mutons gehabt. Das, jetzt wird es langsam gefährlicher. Jetzt müssen wir aufpassen. Richtig, richtig aufpassen, auch mit unseren Colonels, weil die schon hart reinhauen. Schon ziemlich hart. Gut. Ach, du bist verwundet. Du kannst tatsächlich verwundet werden. Da war ich mir gar nicht so sicher. Elite-Mutant-Autopsie. Richtig. Außerdem haben wir ein bisschen Kram gekriegt, den wir einerseits verticken können. Auf der anderen Seite vielleicht für irgendwas anderes noch gebrauchen. Wir haben noch einen UFO-Flugcomputer gefunden. Das heißt, wir können auch noch einen Firestorm bauen. Wie wäre es denn da mit, wo ist der Firestorm? Hier ist irgendwo der Firestorm. So. Und wir könnten, nee, da brauchen wir nämlich zwei jeweils für. Aber wir können noch einen bauen erstmal. Dann haben wir, ich weiß gar nicht, wie viele wir dann haben. Dann haben wir zwei, ich glaube, dann haben wir fünf schon. Das ist doch gut. Ja, die Werkstatt ist so gut wie fertig und die Geistrüstung eigentlich auch. Das heißt, ich warte mal auf die Geistrüstung kurz. So, dann können wir nämlich hier, so, Geistrüstung zur Herstellung verfügbar. Dann können wir jetzt nochmal erstmal den Elite-Muton auseinanderfummeln. So. Als wäre der normale Muton nicht schon problematisch genug, hielten die Aliens offenbar verschiedene dieser Eliten für spätere Phasen ihrer Invasion zurück. Mhm. Die sind eklig und nervig. Ich mag die nicht.
Die machen eine Menge Schaden. Ich glaube, beim letzten Mal haben wir die weitestgehend umgangen. Plasmawaffen-Forschungskredits. Das lohnt sich doch richtig. Denn als nächstes kommen hier die Plasmawaffen. Ich überlege gerade erst die schweren Plasmawerfer oder erst das Plasma-Präzisionsgewehr. Wir haben aktuell zwei Sniper eigentlich da, ne? Die immer mit uns rumlaufen. Das heißt, ich möchte erstmal das Plasma-Präzisionsgewehr haben. So. Die neuen Techniker sind heute Morgen eingetroffen, Commander. Wir sind über jede Leute. Hilfe hier unten froh. So, wie sieht denn das mit den... Oh, die Geistrüstung sind teuer. Alter Schwede. Nur mal kurz gucken, ob wir den Rest haben. Ach, da können wir schon nicht höher drücken, weil wir da das Geld nicht für haben. Wir können aber drei bauen. Und ich glaube, das möchte ich auch machen. Wir geben da eine Menge Illyrium für aus. Aber die sind gut. Die sind richtig gut. So, Geistrüstung und so. Das Psylabor ist so gut wie fertig und die Überwellenverbindung auch. Dann bekommen wir jetzt wahrscheinlich zweimal eine kleine Cutscene von wegen Einrichtung fertig. Oh, da kriegen wir noch ein bisschen Kram. Oh, wir kriegen einen ganzen Haufen Kram wieder. Das Ganze nochmal. Weil wir so viele Ingenieure haben. Sehr, sehr, sehr cool. So. Machen wir das erstmal so. Dann können wir jetzt tatsächlich noch direkt ein Ding hinterher bauen. Eine Geistrüstung. Dann haben wir jetzt vier. Eine brauchen wir noch. Die können wir dann im nächsten Zyklus, im nächsten Monat bauen. Moment. Einrichtungen brauchen wir jetzt gerade erstmal nicht mehr, ne? Psylabor ist fertig. Überwellenverbindung auch. Das bedeutet, wenn ich mal gerade kurz sehen, scanne mit der Überwellenverbindung. Achso. Das dauert jetzt einfach ein bisschen, oder wie?